Alexa, erzähl mir einen Witz. Wie bekommt man die Kuh vom Eis? Mit Schlittschuhen. Boah! Alter Schwede. Der war total witzig, oder? Also, wenn da jetzt als Pointe Schubsen gekommen wäre, hätte ich das lustiger gefunden. Oh Mann, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Folge. Ich habe einen Netzwerkfehler. Ich habe gewonnen, 30 Münzen. Du hast keine 30 Münzen gekriegt, oder? Nö, ich habe einen Netzwerkfehler gekriegt. Das war mein Lohn, ja, weil ich das Spiel gesehen habe, boah, der hat schon so viele Münzen. Komm, den schieben wir nicht noch mehr in den Arsch. Wie viel hast du jetzt eigentlich? 28.000. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Magic Duels mit dem Marco. Was ist? Was dich verschluckt an der Münzenanzahl? Die Hand gefällt mir. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Obwohl. Der einzelne Reiter ist ganz gut. Mit Live-Link ist jetzt sogar richtig gut. Ja. Alles mit Live-Link ist gut. Mhm. Spielen gegen den 16375 06275 und gegen den. Okay, das kann ich nicht aussprechen. Defnisiutat. Okay. Dann mache ich das halt für dich. Dankeschön. Ich krieg dir einen einsamen Reiter nicht ausgewählt, so. Das Fenster ist so klein. Ach. Er rutscht immer durch. Ich habe übrigens eine scheiß Hand, wenn ich das mal so sagen darf. Warum hast du die denn genommen? Weil die andere noch schlechter war. Da war kein Mana drin. Hättest du die Hand von vorhin gehabt? Ja. Ja, der ist ein schöner Blocker. Gegen deinen dämlichen Leiter. Hm. Das ist aber auch ein Lack, wa? Kein Lack, das ist bloß können. Ja, ist klar. Nein. Hau ab. Ich könnte jetzt auch schon Nein sagen. Ja, du könntest deinen Vieh zerstören mit dem Reiter angreifen, das bringt's aber nicht. Mhm. Spiel lieber dein overpoweredes Monster für 2 Mana. Ja, das Ding kostet tatsächlich 2 Mana und hat 2, Lebensverknüpfung und Todesberührung. Und Todesberührung. Eigentlich mega krass. Zu gut. Und die ist nur blau. Karte. Achso, blau von der Seltenheitsstufe, meinst du? Ja. Also rare. Ja, oder ist das rare? Von der Rarigkeit. Von der Rarigkeit, Junge. Ich glaube, das war der Kiste. Naja, schwarz, blau, gelb und orange. Ich habe Angst. Ja, nur weil du die Karte spielst, heißt das noch lange nicht, dass der automatisch gut ist da drüben. Meine Mutter läuft durch den Gang. Du hast nicht zufällig einen Feldklärer? Doch. Jahinis Expertise? Ja. Einmal oder zweimal im Deck? Ich glaube sogar zweimal. Die muss auch zweimal spielen eigentlich. Also, wenn du sie spielst, dann zweimal. Wir kommen da nicht durch. Aber du mit deinem Todesberührungsding kommst da durch. Okay, ich ziehe kein Mana. Ha. Ich nehme den. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich kein Mana ziehe, weil ich glaube, das wird unser Tod. Weil mein Deck ist ein Ramp-Deck, das heißt, ne, Mana. Und ja. Naja, egal. Wir machen das. Dein Ding transformiert gleich. Was? Easy. Und du hast noch die Revolte. In der Tat. Du hast auch kein Mana gezogen. Ja, ich habe ja schon 3 mit draußen. Ich auch. Oh Gott. Alles klar, spult mal auf 10 Minuten jetzt vor.
Dann seht ihr unseren Lebenspunktestand auf 0 und die Gegnerin auf 30. Ich weiß noch nicht, was er vorhat. Auch nicht. Ich sehe Zombies, ich sehe Draw Speed, aber eine Taktik sehe ich noch nicht. Huh. Hast du gewusst, dass die Leute mit dem Namen von dem Typen links oben meistens die Leute sind, die hacken? Weil ich sich ganz schnell einen Account machen und dann irgendwas eintippen, wa? Oh. Ist der andere auch raus kurz vorher? Ja. Nee, das war der vorhin. Der mit dem Netz. Da ist kurz irgendwas aufgeploppt gerade. Und dann kam das. Sind beide raus? Also der linke auf jeden Fall. Ja, der auf jeden Fall, ja. Der Deafness ist, glaube ich, noch drin. Naja, es ist egal, ob er noch drin ist oder nicht. Er kriegt das nicht. Ja, ob sich jetzt die. Kann man ja sehen, wenn irgendwie Schaden oder sowas zugefügt wird. Ob er sich noch die Animation anguckt oder nicht. Ja, er kann es ja auch deaktiviert haben. So wie normale Spieler. Ja, aber die meisten Spieler haben das nicht deaktiviert, weil die dafür zu doof sind. Uha. Du magst ja gerade Freunde in den Kommentaren. Na und? Ich mag das nicht. Wenn da steht. Er schaut sich Schaden an. Ja, das mag ich auch nicht. Es dauert viel zu lange. Ungefähr so lange wie die KI. Oder der Typ. Okay, ist glaube ich noch der Spieler. Ich glaube auch. Die KI würde den Timer nie auf 0 laufen lassen. Wow. Was ist? Ich hab's gecallt vorhin. Ja. Ich wollte es eigentlich auch raustun. Ja, beste Gideon spielen können. Aber nein. Leck mich. Moment, so, Druck hier, machen? Reiter. Du kannst mit einem 2-3 auch angreifen, ne? Eigentlich. Ja, mach ich auch. So, zack, bam. Tot, ihr seid tot, Alter. Okay. Ich hab's in der Befürchtung, was er vorhat. Die KI meinst du? Ja. Ich glaube, der Plan von dem Spieler war nicht, diese Karte abzuwerfen. Ist dir irgendwas aufgefallen, Marco? Er spielt, also wenn du in seinen Friedhof guckst, da ist eine Karte drin, die hat Weiß. Der Rest ist alles andere. Also ich glaube, er spielt auf Emiras Hirten an. Um dann die Karten sich ins Ding zu holen, ins Feld. Ich sehe seine beide, Hirte, ne? Nicht. Nee. Die hat er halt noch auf der Hand oder im Deck. Wenn er die dann spielt, dann holt er das... Die ganzen Karten wieder. Quasi das, was du immer spielst. Das, was ich in meinem Planeswalker reanimate habe, ja. Nur halt mit anderen bleibenden Karten. Aber das lohnt sich doch gar nicht für die Vorräte. Spiel wird synchronisiert. Ja, okay. Bist du noch da? Ja. Okay. Lass mich doch noch. Ja, nein, ich meine im Spiel. Ja, natürlich. Na, jetzt habe ich einen unbekannten Fehler. Ehrlich? Ja, ich bin draußen. Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt müssen wir noch eins machen. Ja, es sind noch 20 Minuten Zeit. 20. 40 Minuten Zeit sogar. Hallo, dazu. Ach so. Nee, ist ja die gleiche Folge. Hi. Hast du alles drin gelassen? Nein, es bleibt nicht alles drin. Warum? Nur so? Hast du die Hand wirklich behalten? Mit 2 Mana? Mhm. Ist das nicht ein bisschen risky? Mhm. Aber du hast einen schönen Draw-Spell. Brauchst du noch einen Mana für? Mhm. Jetzt, ziehst du keinen Mana, spielst dann den Sumpf und dann ziehst du deinen scheiß Doppelmana. Ja. Vielleicht ziemlich witzig. Ach, guck mal. Kleiner Lacker. Ich würde sagen, er ist in Äther geboren, oder? Der ist ja. Geiler. Ja, ich krieg nur mal einen Sumpf gerade nicht ausgewählt, so.
Alter, der Bildschirm ist zu klein. Eili ist auch mega mächtig. Ich habe ja so ein ähnliches Ding wie du. So ein ähnliches Deck. Das ist ein bisschen abgeguckt von mir, oder? Kommt mir so vor. Sicher dann nicht. Ist das Zufall. Ja, wenn es vom Prinzip her gleich ist und der begrenzten Kartenanzahl der Magic Duels, dann kommt ein bisschen stimmt, da hast du eh immer die gleichen Decks, ja. Und die sehe ich auch jedes Mal. Meine Fresse. Lass mir mal was Neues anfallen, Leute. Ich ziehe keinen Mana, das kann nicht wahr sein, ey. Witz. Hm. Komm, zieh ein bisschen. Komm. Komm, du. Wow. Ich nehm die. Na, schau mal. Hast du das Land oder den Planeswalker genommen? Ich rat mal. Den Planeswalker? Nee. Okay, gut. Das andere war übrigens ein Doppelland getappt. Oh. Hab ich eigentlich die Zuschauer begrüßt? Hallo! Ja, klar, vorher. Ach so. Also in dem, was halt... Ja, doppelt ja. Hält besser. Okay. Ich habe kein Mana gezogen. Ja. Heißt, ich muss jetzt einziehen, sonst habe ich wieder Probleme. Meine Fresse. Hier, nimm meins. Ja, schmeiß rüber. Ja, hier, warte, jetzt liegt's bei dir. Oh ne, doch nicht. Ja, stimmt, ja, man kann die Karten ja so... Ja, hier, warte, ich leg's ihm auf sein Deck drauf. Oh, nicht dein Zug. Warte, bis du am Zug bist. Drauf geklickt? Boah, du böser Bube. Nein, ich hab's halt ins Spielfeld gezogen. Böser Bub. Wana! Oh. Ja, Bruna. Bruna ist schön. Oh Gott! Was ist? Hast du das nicht? Nein. Dann ist es gut. Doch, jetzt habe ich was gehört. Ja, die Frage ist jetzt, also ich würde ja tatsächlich erst Kali... Obwohl, du kannst den Planeswalker ja eigentlich verteidigen, oder? Ja, ich kann den 2-2 mit den Tokens. Holen. Ja, eben. Mach halt einfach. Why not? Okay, dann mach ich's halt. Ja, mach halt einfach, oder? Schnauze mich doch nicht an, ey. Alter, kannst du... Na, okay. Nein, ich hab kein Mana mehr, ich kann gar nichts machen. Ich wieder alles hier erledigen, ey. Das geht gar nicht. Warum greifst du nicht an? Ich will nicht. Okay. Ist okay. Akzeptier das. Ja, tu ich. Okay, tu ich. Weil Todesberührung ist böse, ne? Ja, Chase ist auch böse. Ja, Chase kann nix. Ja, stimmt, darum habe ich ihn ja auch damals zerstört. Fick dich! Warum wirft der Mana weg? Ja, weil er zu viel auf der Hand hat, logischerweise. Alter. Schau, der hat. Ey, der schmeißt das Mana einfach hier auf das Spielfeld. Fuffis. Wie Fuffis durch den Club. Genau. Hm. Wenn ich noch Mana ziehe, dann könnte ich einen geilen Play machen. Okay, das war's für dein Todesführungsding übrigens. Wenn ich noch Mana ziehe. Ja, was? Genau. Ach, er hat nicht genug Mana für deinen. Doch, hätte er. Ah, okay. Ja, okay, das ergibt Sinn. Heißt, sein Planeswalker kriegt so richtig eins aufs Maul jetzt. Oder er stirbt einfach. Alter! Man kann auch den anderen auf dem Geist. Ne? Ja, die haben halt Teamplay gemacht, oder? Muss man ja schon mal dazu sagen, schlecht war es nicht. Es gefällt mir aber nicht. Teamplay, ja, das glaube ich nicht. Ja, echt mal. Wer macht denn sowas? Sauerei. Ja, ich habe Mana. Ich auch. Hä? Ich habe gar nicht Elvis auf der Hand. Dachte, ich habe Elvis auf der Hand. Nein, hast du nicht. Warum nicht? Welche Hand soll ich mir denn angucken, Marco? Von wem? Von dem mit dem Planeswalker Rückseite. Also von dem linken. Von Atomax. Okay. Was soll ich denn weghauen? Diese auch. Ja. Barheitsexpertise. Okay. Ja, dann drück mal fertig. Ich guck's mir erst nochmal an, ja. Was er hat. Also entweder die strahlenden Flammen oder Barheitsexpertise. Du musst doch fertig klicken, sonst bringt das nicht. Ich hab schon auf fertig geklickt.
Der Erinever, der schaut sich's noch an. Ach so, okay. Weil bei mir steht dein Name oben, dass du es dir anguckst. Okay. Oh ja, okay, die Wahl ist ja auch nicht. Ja, komm, ich nehme die Expertise. Will ich jetzt Kalitas? Ja. Oh. Ja. Mach ich. Ich hätte vorher Kalitas spielen sollen. Naja, hättest du mir früher sagen sollen, da hab ich schon drauf geklickt. Du hättest auch den Drawspell und Eili spielen können, ne? Ja, wollte ich aber nicht. Kann ich ja immer noch machen. Ich glaube, Kalitas stirbt. Glaubst du? Glaube ich auch. Ja. Wir wissen nicht, was der rechts auf der Hand hat. Meintest du die Karte vorhin? Die Fragmentieren? Welche Karte habe ich denn angesprochen? Eine Karte, die ein Artefakt und eine Verzauberung mit 4 oder weniger Mana-Kosten zerstört. Ja. Fragmentieren heißt die, die ich weiß, die habe ich auf der Hand. Ja. Gut, ne? Wenn er die Sphinx spielt, dann ist sie weg. Das ist gut. Aber ich habe auch noch einmal Artefaktzerstörung auf der Hand. Ach, guck mal. Aber das kann er opfern noch, ne? Ja, für ein schwarzes Mana, okay. Das, ja, okay, das bringt's nicht. Oder er benutzt es gleich. Was macht denn damit? Ich muss eine Karte aus meiner Hand abwerfen. Böser Pumpe. Das ist okay. Solange ich jetzt nicht nochmal zwei meiner Karten auf meiner Hand abwerfen muss, ist alles okay. Was jetzt? Jetzt haben wir auf einmal schon 17.53 Uhr. Alter, die Zeit verrinnt. Die Zeit rennt, ja. Zeit verrinnt und der Marsch beginnt. Ach Gott, ey. Alter Marco, was ist denn los mit dir? Oh. Von wem soll ich den Karten N6 hier schicken, Marco? Von links oder von rechts? Von seiner Hand oder von seinem... Von seinem Deck. Von seinem Deck. Stück. Auch von dem linken, würde ich fast sagen. Okay. Mal schauen, was er wegwirft. Die fieberhaften Visionen. Und nochmal Barals Expertise. Na, die war ja schon vorher weg. Ja, die war schon vorher weg. Du hast ihm doch drei weggetan. Ja, ich habe aber ein Land von ihm mir gesnackt. Achso, du hast dir Land gesnackt. Hm. Snaggledy Daggledy. Das bringt nix. Okay, Eili. Plus Drawspell oder ohne Drawspell? Mit. Summ, summ, summ. Summ, summ, summ. Oh. Was ist? Alles klar. Läuft bei mir. War das jetzt so geil oder? Ja, ob Nyxil ist, finde ich auch so, die Hand zu holen, ist schon auch lustig. Okay. Ja, komm, dann breschen wir da jetzt durch. Alles klar. Easy. Warum greifst du nicht immer den anderen an? Ich will. Kannst du mir das mal erklären? Gleichberechtigung, ich schlage gern Frauen. Hä? What? Ja? Zur Gleichberechtigung gehört doch auch, dass Frauen geschlagen. Nee. Obwohl, ja, doch, eigentlich schon. Transformiert er sich jetzt, bevor er. Ja. Das ist schlecht. Der schmeißt auch Barals Expertise weg. Ja, brauchen die nicht. Weil ich nur Scheißviecher habe, die ihren Ding dann aktivieren, wenn die ins Spiel kommen. Das ist halt scheiße. Wenn er mir die alle auf die Hand gibt, ist ja dumm. Das Problem ist, ich kann gerade nicht so wirklich was machen. So schlimm ist die doch noch gar nicht. Hä? Nur drei? Ja, drei Mana kostet die Karte. Bleibt da sogar Kalitas am Leben. Ach, er kopiert die Karte. Aber ich glaube, das geht nicht. Weil er die Konvergenz nicht zahlen kann. Genau, die macht keinen Damage. Ja, man muss erstmal was ausprobieren, ne? Das geht leider nicht. Konvergenzkarten musst du zahlen. Oh. Ja, ist in Ordnung.
Das ist jetzt schlecht. Wer kann nicht blocken? Obwohl, er könnte seine Fiole benutzen. Du hast die Fiole noch zerstören sollen im Vorzug. Ich kann auch das Gefährt zerstören. Ja, richtig. Gib die mir auf die Hand. Nein, nur minus 2, minus 0. Ach so, okay. War auf die Hand geben, wäre dumm. Okay, der links ist gegangen. Ja. Ja, du kannst das Gefährt zerstören, das stimmt. Oh nein, ich glaube, ich fliege gleich wieder raus. Warum? Warum glaubst du das? Weil ich jetzt schon wieder so eine lange Pause hatte. Und bei mir kam nicht die Anzeige, dass der gegangen ist. Achso. Okay, soll ich sein Gefährt zerstören? Frag mich hier. Oder geht das überhaupt? Ja. Ja, das geht. Ja, doch, mach. Ich würde die Fiole benutzen, um mein Ding unangreifbar zu machen, oder? Warum hatten das nur 3? Achso, das hat nur so wenig Angriff. Kacke. So. Ob nix ist? Du könntest dir. Na doch. Ja, er macht. Und er macht nicht die Fiole. Okay, dann halt nicht. Oh. Da hätte ich mir den Ramspell vielleicht nicht holen sollen vom Friedhof. Gut, kannst du nicht riechen. Ja, richtig. Zwei Karten muss ich wegwerfen. Und du verlierst 2 Lebenspunkte. Na. Kleiner Penner. Der nervt mich ein bisschen, Marco. Ich hatte so einen guten Plan, der ist jetzt dahin. Okay, die bringt nicht viel, wenn wir die Handkarten wegbringen. Und die bringen wir weg, oder? Ja. Du hast ziemlich hohe Karten. Wird schwer. Oder ich vernichte sie einfach. Oder du zerstörst die Karte, ja. Wäre vielleicht klug, weil da haben die kein Draw-Speed mehr. Ist aber auch Chase, obwohl. Chase stirbt jetzt sowieso. Okay, ich würde sagen, ich greife das mal an. Ich benutze erstmal, ob nichts ist. Ja, ja. So. Ich würde sagen, wir greifen trotzdem das an. Kommst du irgendwie Lebenspunkte dazu? Warum? Na, vielleicht bevor ich meinen einsamen Reiter spiele. Ich würde sagen, wir greifen erst an, bevor du was spielst. Ja, ist in Ordnung. Du kannst ja auch deinen Lehrmeister spielen. Falls er ja, mit was allen, hat. Der ist tot. Die Elfe auch noch, weil sonst. Just in case, ja. Weil du könntest dir mit deinem Lehrmeister Sela holen. Zum Beispiel. Hatte ich vorher. Ja, ne, klar. Genau, Marco, du hast daran gedacht. Du wusstest nee, direkt, Witz, als ich, du... Nee, ohne Witz. Ja, weißt du, wie oft ich diesen Zug schon hatte? Ich muss nur noch Sela finden. So, habe ich die im Deck? Egal. Die habe ich im Deck, definitiv. Ja, da, die drittletzte ist es. Eine der mächtigsten Karten des gesamten Spiels. Sela? Ja. Und da haben wir Gleichstand. So, jetzt hoffe ich einfach mal nicht, dass er irgendwie. Hätte ich ja doch mal einen Samreiter spielen können, der wäre jetzt transformiert gewesen. Ja, da hättest du aber die Sela nicht holen können. Ja, ja. Die hat ja auch 4-3 mit Lebensverknüpfung, ja. Der Gegner, der guckt wahrscheinlich jetzt gerade so hin und sagt sich,
Fuck. Shit. Ja. Haben die Sailor gesehen? Sieht man die Karte? Nee. Boah, das ist fies. Die sehen die Karte gar nicht, die du nimmst. Ich glaube, der Problem ist, glaube ich, ob Nixil ist. Weil bei dem Emblem ist auch vorbei. Warum braucht das eigentlich gerade so lange, Marco? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, da kommt, gleich geht das Fenster weg, es kommt so ein ganz kleines und dann steht da drauf unbekannter Fehler und dann muss ich auf OK klicken und dann ist weg. Irgendwie passiert gar nichts mehr. Ist nicht zufriedenstellend. Macht, es beunruhigt mich. Vielleicht sind die auch einfach AFK gegangen, kurz. Da ja, aber die haben ja auch keinen Timer. Vielleicht machen sie sich kurz eine Nudelpfanne oder sowas, eine Suppe oder so. Was heißt denn das beim Spieler oben links? Der Kreis um die Lebenspunkte, der sich da so dreht. Was? Was? Wo? Ja, oben links bei dem Spieler. Ja. Bei der Zahl der Lebenspunkte. Da dreht sich ein Kreis bei mir rum. Bei mir nicht. Was heißt der Kreis? Schreibt's in die Kommentare, was heißt dieser Kreis? Der sich da rumdreht. Ah ja. What the fuck? Delay. Strahlende Flammen holt er sich. Okay. Alter! Marco? Ja? Der hat eine Sphinx gespielt. Ja? Das ist nicht gut. Ja? Könnten sie Sailor spielen? Macht richtig Druck, das Ding. Aber spiel vorher noch deinen Reiter, damit du. Obwohl, ja, die kann eh nicht angreifen. Egal. Jetzt muss es schnell gehen. Ich hab mir irgendwie schon so. Kein ja, Druck, so gedacht, Junge, kein dass Druck. Der wir haben knapp noch 40 Karten auf der Hand. Und ich noch 10 Minuten Zeit. 40 Karten auf der Hand, alles klar. Im Deck. Müssen wir jetzt alle ein paar Karten abwerfen. Der blockt nicht. Ja, warum sollte er? Bin ein Fan davon, dass, wenn er jetzt wirklich angreifen sollte, was ich allerdings nicht glaube. Er meldet mich. Du unterschätzt mich, Kollege. Autsch. Hä? Er hat nur mit 1 gewirkt. Warum? Was macht der Typ? Ja, da kommt jetzt bestimmt gleich die Fortsetzung. Wahrscheinlich. Da bin ich mal gespannt drauf. Außerdem habe ich ja noch meine Allianz. Absolut korrekt. Ah ja. Allianz! Ja, jetzt lass ihn doch erstmal angreifen. Aber das war nicht ziemlich dumm von ihm. Ja. Weil meine beiden Karten aktivieren ihren Effekt, wenn sie ins Spiel kommen. Nichts außer ob Nixon ist draußen. Muted. Der wird zum Arsch nächste Runde. Wenn die jetzt mal endlich hin machen, ich habe nur noch 10 Minuten. Mikrofon activated. Ziehen die das mit Absicht in die Länge? Glaub nicht, weil vorhin war doch auch so ein komischer Delay. Scheißdreck.
Ich glaube sogar, dass ich hier cutten muss, weil das so lang dauert, ey. Das ist ja shit. Was heißt dieser Kreis? Und das interessiert mich jetzt. Marco? Alter. Alter, ich dachte, du pennst jetzt, ey. Nein. Allianz ist so fies. Okay. Emblem, oder? Ja, ja. Emblem ist ein Safe Win. Du kriegst erstmal auf die Schnauze. Okay. Das Feld kenne ich irgendwoher. Mhm. Oh, stimmt, die ziehen ja zwei Karten. Das sind ja schon vier Lebenspunkte. Ja, das ist wie bei den fieberhaften Visionen. Alter, das wäre die Kombo aus den beiden. Mega geil. Oh, das sind jetzt Verzweiflungstaten. Ja. Nur leider ist egal, ob es Ziel auf dem Friedhof liegt oder nicht, wenn du Brunnen auf der Hand hast. Mhm. Jetzt hauen sie aber nochmal raus, ne? Mhm. Ich dachte schon, der aktiviert den Planeswalker nicht, weißt du, so, boah, warum? Aber wir gehen auf die Punkte, oder? Weil ich glaube auch. Vielleicht auch nicht? Er geht nur auf die Eier. Mache ich das, was ich mit dieser Karte normalerweise nie mache. Ich hole mir ein Land. Oh, guck mal. Das ist gut. Ich kann sie nicht bezahlen. Weil Brunach 7 schon kostet und ich habe eine 9. Aber es ist egal. Völlig Wurst. Es ist ein Safe-Win schon fast mit dem Ding. Obwohl, der Win, der ist schon auf der anderen Seite des Spielfeldes. Hm. Fick dich. So. Scheiß auf den Planeswalker. Okay. Der interessiert mich nicht. Hey, jetzt wird deine Weise drauf gehen. Ist mir egal. Eine der stärksten Karten des Spiels haben wir jetzt auf dem Feld. Mhm. Oh, die haben noch einen Lebenspunkt, Marco. Du musst beide deine Karten abwerfen. Sorry. Das war sie. Und das war's, weil das Emblem sie tötet. Aber ich krieg vorher noch einen Token. Geil. Okay. Lol, warum stehen wir so weit oben? Das war's. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.